In der heutigen Newsfolge geht es um McLaren und Mercedes Motorendeal bleibt auch 2021, Gerüchte um Toto Wolff und Aston Martin, Aserbaidschan Grand Prix offiziell verschoben, kommt das Panthera Team Asia F1 im Jahr 2022? Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und die dadurch resultierende Verschiebung des 2021er Reglements auf 2022 werden McLaren und Mercedes trotzdem ab nächsten Jahr kooperieren, wie es ursprünglich geplant war. Das hat die BBC bestätigt. 2014 haben sie zuletzt zusammengearbeitet. Ein Motorenwechsel von Renault auf Mercedes sollte eigentlich einfach sein, da die Montagepunkte am Motor für alle Hersteller gleich sein müssen. Es müssen nur geringe Arbeiten am Packaging vorgenommen werden, da die Architektur des Mercedes-Motors anders als die des Renaults-Motors ist. Toto Wolffs Vertrag bei Mercedes läuft 2020 aus und er hat womöglich einen Plan B, der da lautet, Richtung Aston Martin zu gehen. Er sei von Australien nicht nur mit Besitzer Lawrence Stroll zurückgeflogen, dieser verhandelte auch mit ihm über eine Rolle als CEO bei Aston Martin. Der Österreicher war wohl anwesend, als die Übernahme von Stroll und Aston Martin in New York ausgehandelt wurde. Mercedes steht Medienberichten zufolge vor einer Übernahme durch chinesische Investoren aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise durch Corona. Gestern wurde auch der 8. Grand Prix der Saison 2020, der Aserbaidschan Grand Prix in Baku, wegen dem Coronavirus verschoben, was bedeutet, dass der Saisonauftakt möglicherweise in Kanada stattfinden könnte, aber auch das ist nicht sicher. Der Grand Prix soll am 14. Juni stattfinden, so spät hat die Formel 1 noch nie begonnen. Die einzigen Grand Prix, die vollständig abgesagt wurden, sind Australien und Monaco. Alle anderen sind erstmal nur verschoben. Das Panthera Team Asia F1 arbeitet daran, 2022 in die Formel 1 einzusteigen. Normalerweise wollten sie 2021 in die Königsklasse, doch da die Reglementänderungen erst 2022 in Kraft treten, haben sie ein Jahr mehr Zeit. Ihr vorübergehendes Hauptquartier befindet sich in der Nähe des Silverstone Circus und ihr Plan ist es, Haas zu folgen, die als letztes Team der Formel 1 beigetreten sind und immer noch dabei sind. Sie würden so viele Teile wie möglich von anderen Teams kaufen, um das Minimum, was im Reglement steht, selber zu entwickeln. Laut Teammitgründer Benjamin Durant führen sie Gespräche sowohl mit der FIA als auch mit der Formel 1 sowie diversen Motorenlieferanten. Unterschrieben ist aber noch nichts. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich weiß zwar nicht, was ihr über Toto Wolff und Aston Martin denkt, aber ich bin der Überzeugung, dass er irgendwann, vielleicht nicht unbedingt 2021, in Richtung Aston Martin gehen könnte, weil er sich mit dem neuen Mercedes-Boss Ola Källinäos nicht wirklich versteht, was die Medien bereits berichteten. Leider noch ein Grand Prix, der verschoben wird. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Kanada Grand Prix überhaupt stattfinden wird, beziehungsweise verschoben oder sogar abgesagt wird. Ein neues Team in der Formel 1 würde ich begrüßen, auch wenn es erst in 2 Jahren oder auch später soweit sein könnte. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Clemens Fischer. Er schreibt, ich hoffe so, dass Spielwerk stattfindet, weil ich mir schon letztes Jahr Karten gekauft habe. Ich kann dich da voll und ganz verstehen. Es wäre echt schade, wenn der Grand Prix ausfallen würde und man eine Eintrittskarte dafür hat. Wer von meiner Community hat denn ebenfalls wie der Clemens eine Eintrittskarte für den Österreich Grand Prix bzw. einen anderen Grand Prix? Schreibt es mal in die Kommentare. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.